Das ist das Haus, das Bürgerzentrum von außen. Hier ist der Jugendbereich nochmal und Kinderbereich. Da gehen wir auch gleich hin. So geht man halt bei uns mittlerweile rein, an den Seiteneingang. Und wenn raus möchte, dann hier durch. Und das wäre dann halt raus, der Ausgang. Wir haben einen ganz, 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 ganz tollen Saal, wo wir unsere Veranstaltungen stattfinden lassen. Sorry Leute, dass ich ohne Maske rumlaufe. Ich habe es leider oben vergessen. Hier ist der Saal. Und unser Saal hat uns tatsächlich gerettet, sodass wir auch in den Corona Zeiten unsere Theaterkurse, Tanzkurse und Musikkurse weitermachen können, dass die Jugendlichen hier noch ein Forum bekommen, in Abstand zueinander, miteinander zu proben. Der ist wirklich sehr riesig. Momentan ist er aufgestellt für eine Schulung, aber normalerweise haben wir auf dem Boden Markierungen, wo die dann halt in ihrem eigenen Bereich bleiben und insgesamt können 25 Kids gleichzeitig proben. Genau, da ist der Ausgang. Und wir haben im Rahmen von Face to Face bei dem Beschäftigungsprogramm haben wir gerade für den Stadtteil Klamotten recyceln, upcyceln und daraus neue Produkte entstehen. Und diese neuen Produkte, die aus diesen Nähkursen bzw. Upcycling-Werkstatt entstehen, werden dann halt dem Stadtteil wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, es wird ein Wunsch-Geschenke-Bazar geben. Und in diesem Wunsch-Geschenke-Bazar-Rahmen dürfen sich die Menschen hier, die in der Fahr wohnen, die Produkte aussuchen. Die werden dann halt in Boxen verpackt, richtig schick mit Seidenpapier, und bekommen das zu Geburtstagen oder zu Weihnachten verschickt. Hast du einen Schlüssel dabei, ja, dass wir in die Werkstatt gehen? Das ist unser Atelier, wo die Produkte, heute ist leider die Werkstatt nicht aktiv. Verarbeitet worden in der Tat und auch Produkte, die werden dann später verschenkt. Und eigentlich die Idee dahinter ist, zu sagen, wir Geflüchtete geben dem Stadtteil auch wieder ein bisschen was zurück. Das, weil wir hier gut aufgenommen worden sind, haben wir auch eine, ja, sagen wir mal, ein Geschenk an euch. Und in diesem Rahmen veranstalten wir auch am 3. Oktober deutschlandweit, also wer noch mit einsteigen möchte, kann sofort sich melden, die Tafel der Demokratie. Die Demokratie ist entstanden als Idee aus dem Projekt Face to Face, wo es darum ging, auch wir, die Neubürger in Deutschland, möchten gerne die Demokratie beschützen und laden am Tag der Deutschen Einheit zur Tafel der Demokratie ein. Bei uns in Bremen wird es dann am Domplatz stattfinden. Wir werden eine 30 Meter lange Tafel aufstellen, wo Geflüchtete backen, unter Corona-Bedingungen natürlich, Schutzmaßnahmen, Hygieneschutzmaßnahmen, alles abgedeckt, wo es darum geht, dass sich die Bremer dazu einladen, um über Demokratie zu sprechen. Und gleichzeitig, was ganz spannend ist, ist, dass wir es geschafft haben, trotz Corona in 14 Städten, also in 14 Standorte, zur gleichen Zeit von 15 bis 17 Uhr die Tafeln aufzustellen.
Was war das? Genau. Also, von der Seite der Migration könnte ich noch bis morgen erzählen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich gebe einfach meiner Kollegin Maisha Klug den Bereich Kinder- und Jugendbereich ab. Und ich will mich gleich ein. Ich hoffe, dass Frau Oswald mich dann wieder reinbringt in den Chat, dass ich dann nochmal mitverfolge, was Maisha erzählt. Bis dann. Tschüss, tschüss. So, genau, dann übernehme ich auch mal direkt. Auch erstmal Hallo von mir. Wir gehen jetzt direkt in den Kinderbereich. Den werde ich als erstes vorstellen. Wir haben im Haus, wie gesagt, einen getrennten Kinder- und Jugendbereich. Der Jugendbereich, da kann man auch von außen reingehen. Der Kinderbereich ist nur übers Haus zu erreichen. Hier, wir hatten gerade Stadtteilfest, deswegen ist hier noch bunt geschmückt. Und ich werde euch erstmal die Räumlichkeiten zeigen. Wir haben einen Tischkicker, wo die Kinder sich eben austoben können. Und hier haben wir eine Tafel. Bei uns wird Party unserer Arbeit, deswegen ist viel Mitbestimmung, viel Mitgestaltung der Kinder gefragt. Wir haben hier eine ganze Wand, die normalerweise, wenn eben ja kein Corona irgendwie ist und wir nur in Kleingruppen öffnen können, eben auch bespielt wird. Das heißt, hier stehen Fragen, hier stehen Ideen und Wünsche. Ich habe hier nochmal eine alte Liste gefunden, wo die Kinder eben selber äußern können, was sie gerne verändern möchten, sowohl räumlich als auch vielleicht inhaltlich. Dann haben wir hier unsere Gruppenangebote. Die werde ich gleich auch nochmal kurz was zu sagen. Genau, wir haben eine Wunschbox, die ist eben zentral bei uns, dass die Kinder hier ihre eigenen Wünsche und Ideen mit einbringen können. Und ansonsten steht wöchentlich ein Programm für die Kinder zur Verfügung, wo sie normalerweise, wir sind ein offener Kinder- und Jugendtreff, natürlich einfach kommen können und daran teilhaben können. Jetzt ist es so, dass sie sich dazu anmelden müssen, da wir eben ja wegen der Corona-Maßnahmen. Ich habe angefangen, bin ich in vollen Fahrt reingekommen. Gruppengröße achten müssen. Genau, dann haben wir hier unsere Kinderküche. Hier steht gerade noch eine lange Tafel, weil wir hier eine Sitzung hatten. Normalerweise stehen die Tische einzeln, dass hier eben Kreativangebote stattfinden können. Wir haben, und da sind wir sehr dankbar für, zwei Herde, weil wir hier eben auch kochen und backen können. Und das Kochangebot konnten wir jetzt auch trotz Corona schon wieder aufnehmen mit Visieren, eigenem Besteck. Also wir haben da ein bisschen kleiner und eben ein bisschen mehr Material, was wir jetzt dafür verbrauchen. Hier sind unsere Kreativschränke und Ecken, wo eben viel gebastelt, viel kreativ gearbeitet wird und immer eben auch unter der Beteiligung der Kinder. Das heißt, die können auch ganz konkret Wünsche äußern und dann wird das umgesetzt. Wir haben im Haus auch noch einen Spielkreis, der ist unten. Man kann bei uns noch die Treppe runtergehen. Danke dir. Und der Spielkreis nutzt unsere Räumlichkeiten eben dann auch mit. Deswegen sind hier Kinder, der Kindertreff, da sind Kinder von 6 bis 12 Jahren, aber durch den Spielkreis, das sind Kinder von ja, unter 3, die sich dann eben auch bei uns aufhalten. Diesen Raum hier, das ist unser Chillraum, den haben die Kinder selbst so genannt und so gestaltet. Wir hatten ein großes Partizipationsverfahren, wo die Kinder sich genau Sofas zum Beispiel gewünscht haben. Sie haben sich einen Billardtisch gewünscht, eine Schminkecke und wir haben hier jetzt auch noch einen Beamer und einen Verstärker, sodass wir hier eben einmal im Monat ein Kino machen können, ein Popcorn-Club nennen wir den auch, wo die Kinder sich für sind und die wurden in der Vergangenheit in unserem Mitmachforum, was eben unser Beteiligungsverfahren ist, dann auch immer wieder abgestimmt, dass die noch aktuell sind. Hier runter kommt man dann zum Spielkreis und zu unserer Turnhalle und angrenzend an den Spielkreis haben wir auch noch einen Spielplatz. Genau, für Kinder unter 3, wie gesagt. Da sind so 5 bis 6 Kinder immer und dann haben wir hier draußen und das ist im Sommer sehr, sehr schön auch noch einen Spielplatz mit einem Sandspielplatz, Spielzeugen und einer Kletterwand, die viel genutzt wird. Genau.
Ansonsten finden in diesen Räumlichkeiten auch die Ferienbetreuung statt. Also wir haben in Kooperation mit den umliegenden Pfarrergrundschulen, die kommen in den Ferien zu uns. Da haben wir meistens so 40 bis 50 Kinder hier, die dann sich hier austoben. Wir machen Ausflüge und basteln viel, bewegen uns viel, sind viel kreativ. Also so viel zum Kindertreff. Dann gehe ich einmal mit euch in den Jugendtreff, der ist auf der anderen Seite des Hauses. Also wir machen neben unseren Angeboten, die hier eben 5 Tage die Woche geöffnet, von Montag bis Freitag immer, von 15 bis 17 Uhr, haben wir ein Zirkusprojekt, was wir in den Herbstferien für Kinder in Kooperation mit einer Schule, wo die Kinder eben nochmal betreut werden können. Das hier ist unser Aufgang für den Jugendtreff. Also wir haben einen eigenen Eingang, dass die Jugendlichen nicht durchs Haus müssen. Ich werde jetzt nur kurz reinfilmen in unseren oberen Teil des Jugendtreffs, weil der gerade Face-to-Face stattfindet. Entschuldigung. Genau, das ist unser Jugendtreff. Wir haben hier einen Kicker, wir haben eine Dartscheibe und auch hier findet eben wöchentlich bei uns dann, ich gehe mal durch den Jugendtreff durch, einmal der Popcorn-Club statt und aktuell eben Face-to-Face. Danke euch. So, dann haben wir hier, geht es dann rund. Und hier sind dann die unteren Räumlichkeiten des Jugendtreffs. Wir haben einen Xbox-Raum und PS4-Raum, wo man eben FIFA spielen kann. Man kann hier Just Dance spielen oder was die Jugendlichen auch immer wollen. Das ist aktuell unser Stuhllager, weil wegen Corona ist der Raum zu klein, dass wir den nicht bespielen können. Wir mussten alles ein bisschen umbauen. Dann haben wir hier noch ein Tonstudio, was so ein bisschen auch ja, mit das Herzstück dieses Jugendtreffs ist, da wir viele Kinder und Jugendlichen haben, die viel Interesse an Musik und produzieren, aufnehmen, Texte schreiben haben. Hier können die Jugendlichen einmal oder mittlerweile sogar dreimal pro Woche eben herkommen, bekommen eine Einführung von unseren Kollegen. Wir haben insgesamt 2 Honorarkräfte im Kinder- und Jugendbereich und die erarbeiten dann mit den Kindern und Jugendlichen eben eigene Texte, eigene Songs, alles, was so ansteht. Dann haben wir hier hinten noch so einen zweiten Chillraum quasi für die Jugendlichen, so eine Sofaecke und unseren Billardtisch, wo viel sich auch einfach zurückgezogen wird. Man kann hier die Tür zumachen, das ist natürlich immer ganz wichtig bei den Jugendlichen, auch mal sich mit seiner Clique zurückzuziehen. Und dann haben wir hier noch den großen Mehrzweckraum, wo eben Tanzangebote, Bewegungsangebote, Tischtennis, alles Mögliche stattfindet. Auch manchmal Just Dance. Wenn hier viele Kinder sind, kann man das hier ganz groß machen. Außerhalb von Corona haben wir hier auch noch eine Kinderdisco, die hier regelmäßig stattfindet, wo die Kinder sich dran beteiligen. Wir planen die zusammen. Wir haben gemeinsam ein Motto. Und machen also ganz, Maisha, ganz viele bunte Sachen. Liebe Maisha, kannst du bitte dazu sagen, dass wir in allen Räumen Barrierefreiheit haben, bitte? Das haben wir. Ja, das ist genau, der Wunsch auch von der Frau Ritter. Vielen Dank, Frau Ritter. Also das, wir sind wirklich in allen Räumen barrierefrei. Genau, also wir haben sowohl Fahrstühle oder einen Fahrstuhl hier im Aus, wir haben Ausgänge von außen, wir haben Treppenlifte, sodass alle Räumlichkeiten eben barrierefrei betreten werden können und auch genutzt werden. Also wir haben hier auch ein ganz buntes Publikum. Ich laufe jetzt zurück in den Kinderbereich. Hier ist dann noch unser Jugendbüro mit einem meiner Kollegen. Wir sind insgesamt 3 hauptamtliche Kollegen, die hier arbeiten und werden dann eben von Honorarkräften unterstützt. Im Winter ist es auch so, dass wir noch eine Sonntagsöffnung haben, wo die Jugendlichen auch sonntags bei uns ins Haus können, um eben in den Wintermonaten auch Raum zu bieten. Da machen wir manchmal Ausflüge, teilweise wird aber auch hier irgendwas stattfinden. Wir kochen, wir spielen, es wird gedaddelt oder Kickerturniere, FIFA-Turniere, alles was eben. Durch Corona mussten wir natürlich ein bisschen umplanen und wir konnten nicht alles ganz so öffnen, wie wir das für uns gewohnt sind. Deswegen, ich zeige mich mal wieder von vorne.
Deswegen haben wir eine WhatsApp-Challenge gestartet gehabt. Wir haben Rallyes gemacht und die Kinder und die Jugendlichen versucht, so weiterhin zu erreichen. Wir haben auch Telefondienste angeboten. Also wir haben auch mit den Kindern und Jugendlichen eben regelmäßig telefoniert, um zu erfahren, wie es geht und auch um im Kontakt zu bleiben. Und jetzt in den Herbstferien wird auch im Jugendtreffen noch ein Projekt stattfinden, und zwar ein Cartoon-Projekt. Die Projekte sind beide über Kulturmacht stark gefördert. Und da können 12 Jugendliche dann eben mit einer Künstlerin gemeinsam zum Thema Cartoon arbeiten. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen die alltägliche Arbeit. Ja, Sahar? Man hört dich nicht, oder ich höre dich zumindest nicht. Wenn du fertig bist, machst du ein Zeichen? Ja, mache ich. Ich bin auch gleich fertig. Genau, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dass wir in den Bereichen, eben weil wir ja eigentlich offene Bereiche sind, natürlich alle Jugendlichen immer willkommen sind, und auch wir sehr, sehr viele Besucher hatten, vor allem in den Wintermonaten im Jugendtreff auch gerne mal 40 Jugendliche sich aufhalten, was dann schon fast zu viel ist, wo man wirklich gucken muss, und im Kinderbereich auch. Ansonsten haben wir auch Kooperationen mit den umliegenden Schulen. Wir haben einen Mädchentreff bei uns, wo wir 8 Mädchen betreuen, mit denen Dinge unternehmen, gemeinsam Zeit verbringen. Und genau, das ist so ein bisschen unsere alltägliche Arbeit. Der Jugendbereich hat an 3 Tagen die Woche geöffnet, immer nachmittags natürlich von 15 bis 19 Uhr. Und gemeinsam mit den anderen Jugendeinrichtungen im Stadtteil machen wir auch Ferienprogramme, Ferienfahrten und vernetzen uns so, um eben ja möglichst vielen Jugendlichen Raum zu geben und möglichst viele zu erreichen. Das war's von mir. Tausend Dank, Maisha. Super. Einige haben mich gerade gefragt, wie das ist in der Corona-Zeit, wie wir dann unsere Jugendarbeit fortgeführt haben. Ja, tatsächlich, wir haben am 13. Lockdown gehabt, und am 15. haben wir mit ganz vielen Aktionen angefangen, damit wir an unserem Jugendlichen, aber auch face-to-face an den geflüchteten Teilnehmern, sind wir sofort umgeschaltet auf Video und auf Telefonie. Das heißt, die Kurse fanden weiterhin statt per Telefon. Und bei den Kids haben wir verschiedene Spiele und auch Formate entwickelt. Und bei dem einen Format von Next Generation, da haben wir jeden Tag ein Thema gehabt ab dem 15. März. Das kann man auch auf YouTube auch sehen. Ab dem 15. März haben wir jeden Tag, dürften die Jugendlichen oder haben sich zu dem Thema eine Minute Film gemacht, was sie darüber machen. Und dann 29 Tage Quarantäne haben die tatsächlich 29 Tage lang jeden Tag halt dokumentiert zu dem Thema, was sie denken oder was sie tun. Und dann haben wir tatsächlich auch das Ganze zusammengeschnitten, und die Kids haben einen dritten Preis bei so einem Kurzfilmwettbewerb dafür gewonnen, dass das Medienvideo und dass das Video und Filmen eine Herausforderung in den Corona-Zeiten, dass diese Medien so genutzt worden ist, dass jemand auch in Kontakt bleiben. Und dass diese, das haben wir auch gemerkt in der Corona-Zeit, dass wir tatsächlich durch unsere Arbeit hier in Beziehung mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind, dass wir weiterhin am Ball geblieben sind. Und als wir jetzt das Haus geöffnet haben, war das dann so echt ein Fest der Begegnung wieder. Und gleichzeitig war das so, dass wir vor Corona schon 2 Aktionen gestartet hatten, Global Café und Abendbrot. Beim Global Café ist das so, dass 2 Nachmittage sich die Menschen hier inklusive Kinderbetreuung treffen können. Und das findet jetzt auch wieder statt. Und das ist total schön zu sehen, wie sehr sich alle freuen, wieder ins Haus zu kommen. Und beim Abendbrot ist diese Idee entstanden, dass im Stadtteil viele Menschen alleine sind und nicht so gerne alleine essen. Und wir bieten einmal in der Woche mittwochs, alle Menschen hier sind eingeladen, wunderschönes Buffet aufgebaut, dass sie hier zusammen Abendbrot essen. Und auch das geht jetzt wieder weiter, trotz Corona. Wir haben, weiß nicht, mein Chef, ne, 33 Seiten Hygienemaßnahmen, Schutzmaßnahmen, die er zu berücksichtigen hatte. Das haben wir alles umsetzen können, sodass viele Aktivitäten stattfinden. Genau, falls ihr
Genau, falls ihr Fragen habt, weiß ich nicht, wie das geht. Also geht es über Chat? Ich hab gerade schon gesehen, eine Frage kam noch, ob nur drei Kollegen das Haus bespielen. Nein, also wir sind drei Kollegen im pädagogischen Bereich, in den Kinder- und Jugendbereichen. Drei Hauptamtliche, aktuell gerade vier. Wir haben gerade eine kleine Luxussituation, aber ab November dann wieder zu dritt und werden eben von Honorarkräften dort unterstützt. Im Haus haben wir viel, viel mehr Mitarbeiter. Ich habe gar nicht die genaue Zahl im Kopf. Ich weiß nicht, Sarah, weißt du die? Ich frage direkt weiter den Chef. Ich glaube, wir sind, warte mal, durch Face-to-Face schon allein 17 Leute. In Next Generation sind das 9. Die Weihnachtsfeier, also inklusive ehrenamtlichen Vorstand 60. Also die Weihnachtsfeier, das ist immer eine gute Orientierung. Inklusive ehrenamtlichem Vorstand sind wir um die 60 Menschen, die hier in diesem Haus agieren. Also, da steht ja die Frage bei Armbrot, Buffet, Speisen, woher, mitbringen oder finanziert ihr das? Ja, wir finanzieren das und es gibt eine kleine Spendenbox. Manche haben Geld, aber möchten nicht gerne alleine essen. Die lassen Geld hier in die Box und manche haben auch kein Geld und möchten auch nicht alleine essen. Die dürfen auch Essen ohne was in die Box reintun. Und wir haben über bestimmte Globalmittel und Winmittel und auch andere im Haus Einnahmen durch vielleicht Vermietungen, die wir ab und zu mal haben, finanzieren wir das Abendbrot. Genau. Falls Fragen kommen sollten, also ich gucke gerade in meinen Chatbereich. Ich glaube, dass jemand von der VSKA, das ist Frau Göckchen, ist hier Moderatorin. Hallo. Genau, ich bin hier, aber ich wollte gar nicht stören, weil ihr beide das so toll gemacht habt. Ich glaube, also ich bin total beeindruckt, aber ich glaube, der Rest hier in der Gruppe ist auch total beeindruckt von eurem Haus, wie toll das gestaltet ist und wie groß auch die Räume sind, mit allein unten, was ihr uns da gezeigt habt, das ist wahrscheinlich Gold wert gewesen jetzt gerade in der Zeit, ja. Dass ihr dort das komplett nutzen konntet und die Aktivitäten eingeschränkt, aber trotzdem weitermachen konntet. Mhm. Genau, ich habe vorhin schon in den Chat geschrieben, alle, die eine Frage haben, können sich auch direkt mit dem Video reinschalten, dann sehen wir auch, wer Fragen stellt und gerne jetzt auch in den Austausch gehen können. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das anberaumt. Ihr geht ja nachher in die Workshops wieder rein, ne? Ja, es gibt nachher noch eine Abschlussrunde nur noch. Genau. Genau. Hier steht ja nochmal die Frage, wer legt die Hygienepläne fest, beziehungsweise Personenbegrenzung. Ja, wir haben eigentlich tatsächlich ein Team dafür, die in Kontakt mit dem Ordnungsamt und Gesundheitsamt alles festgelegt hat. Wie gesagt, 33 Seiten müssten umgesetzt werden. Diese Hygienepläne waren ja sicherlich auch in den anderen Häusern genauso, dass es ja von den Gesundheitsämtern Vorlagen gab und wir dann unsere Häuser dann angepasst bzw. die Gruppenaktivitäten daran anpassen mussten. Genau. Und dann haben wir unsere Räume vermessen und je nach bestimmte Abstände, die zwischen, oder ob das Gesang ist, Gesang haben wir größere Abstände, Theater haben wir etwas kleinere als Gesang und wiederum instrumental haben wir wieder einen anderen Abstand. Also wir haben hier je nach Angebot die Räume unterteilt, wie viele Personen rein dürfen, ob das jetzt ein Frontalunterricht ist oder ob das im Kreis ist, so genau. Hallo, ich hatte die Frage gerade gestellt. Super, danke für die Antwort. Ich hatte deswegen gefragt, klar, die Gesamtvorgaben sind klar, nur bei uns herrscht eben doch auch immer wieder große Unsicherheit, wer letztendlich wann tätig wird. Also es gibt halt Vorgaben, die dann von oben gestreut werden und klar, jeder hat andere Rahmenbedingungen und
andere Voraussetzungen. Aber deswegen war jetzt meine Frage einfach, wer bei euch konkret im Haus da wann tätig wird, weil ja, das wird uns jetzt ja noch eine lange Zeit begleiten. Und ja, wir sind da jetzt gerade einfach bei uns so ein bisschen daran, aus dieser unsicheren und sehr ja, Bauchgefühlswelt so rauszukommen und da auch mehr Sicherheit und mehr System reinzukriegen. Und daher war jetzt so meine Frage, aber wenn, genau, wenn du sagst, da gibt es ein Team und die sind da mit gewissen Partnern im Gespräch, dann... Genau, aber ich glaube, der am meisten damit zu tun hatte und das monatelang ist Herr Martin Plöckhoff, unser Chef hier, und der steht neben mir. Am besten gebe ich einfach weiter. Ja, hallo. Und zwar ist das so, ich meine, alle, die im Vereinsregister eingetragen sind als verantwortlich, die haben ein Problem, wir auch. Und ja, es ist Copy and Paste und eigentlich warte ich darauf, dass wir endlich mal vom Ordnungsamt besucht werden, weil dann wäre es schön, ob das Konzept, was wir so für uns selber erstellt haben im Copy and Paste Format, ob es das Richtige ist. So, und ich versuche mich halt abzusichern, indem ich möglichst viele Schilder aufhänge, die auch keiner liest, aber wir lassen das Hygienekonzept halt von allen Dozenten, die hier im Haus tätig sind, unterschreiben und haben halt die Hoffnung, dass das in den Räumen dann auch wirklich so umgesetzt wird. So ist viel Vertrauen auch dabei, ganz klar. So, und ich habe aber wirklich auch viel zu kommunizieren, dass wirklich was Abstände, Maskenpflicht und so angeht. Wir haben auch einige Leute, die keine Maske tragen wollen, dann wird es kompliziert und auch unschön manchmal, ja. Also die Besucher, ne? Die Besucher, ja, ja. Die Besucher, ja, nicht, ja, genau. Arbeiter. Nicht die Mitarbeiter, nee, nee, genau. Nee. Alles klar. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Ja. Mhm. Martin, darf ich da noch mal was zu sagen? Martin? Oh, ja. Ah, hey. Ja. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Karin Wolf. Ja, hi. Und ja, bin eine Kollegin von Martin auf der anderen Weserseite sozusagen. Martin, wir sind ja auch eine Querschnittseinrichtung und darum wird es ja bei uns immer ein bisschen schwieriger, ne? Magst du da was zu sagen? Weil das war ja die Schwierigkeit. Wir sind ja keine Gaststätte oder wir sind kein Sportverein und so werden wir auch ein bisschen anders manchmal behandelt. Ja, das ist tatsächlich die Rechtsverordnung und die ist aber ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und tatsächlich ist es natürlich auch immer so ein bisschen so, wie man sie auslegt. Man kann sich als Sportverein auslegen, man kann sich als Begegnungsstätte auslegen, man kann sich als Waldarbeitungseinrichtung auslegen und das ist tatsächlich, es macht es sehr kompliziert. Und wenn wir Theater spielen, ist das dann eher Theatersport oder ist es dann doch eine Veranstaltung? Es ist schon schwierig. Letztendlich, finde ich, muss eigentlich immer gelten, arbeiten wir wirklich Corona-konform? Also, dass man wirklich die Krankheit und die Übertragung nicht aus dem Blick verliert. Das ist eigentlich maßgebend. Und die Rechtsverordnung, die muss natürlich eingehalten werden, aber das ist schon schwierig. Ist aber vom Bundesland, also wir sind nah an Niedersachsen, das heißt, ich vergleiche das auch relativ häufig mit Niedersachsen, das ist vielleicht nicht woanders nicht so, aber es ist tatsächlich so, dass das selbst nach Niedersachsen hin ganz, ganz große Unterschiede gibt. Das ist wirklich kompliziert, genau. Karin. Danke, Martin. Ja, ich sehe gerade, dass einige geschrieben haben, danke für den tollen Rundgang und überhaupt, dass das Haus so schön ist. Das finden wir auch. Wir arbeiten total gerne hier und ja, vielleicht habt ihr es dann auch gespürt. Das Haus ist so schön und arbeiten mit Menschen ist einfach, manchmal war es dann so zwischendurch sehr traurig, dass das hier so leer war, weil dann halt das Café nicht so ganz bespielt wird oder besucht wird, wie wir es vorher kannten, aber man muss einfach mal gucken, diese Herausforderungen anzunehmen und auch wenn die Veranstaltungen jetzt nicht mehr mit 1000 Leuten stattfinden, dann findet das halt mit 40 Leuten oder 50 Leuten statt, aber es findet was statt und das ist dann halt das Schöne daran, dass wir es einfach trotzdem machen. Also wir haben trotzdem ein Stadtteilfest gehabt, aber mit Anmeldung, vielleicht im ganzen Haus nur höchstens 60 Leute, kompliziert geplant, aber wir machen das und die Menschen freuen sich im Stadtteil, dass das wieder was anzubieten ist. Was angeboten ist. Entschuldigung, habt ihr das Gefühl, dass ihr eine bestimmte Gruppe nicht mehr erreichen könnt dadurch? Also die Gruppen, die wir in unseren Projekten haben, die erreichen wir. Was wir nicht erreichen können tatsächlich ist,
Wir haben im Café unheimlich viele ältere Senioren gehabt, die dann einfach hierher gekommen sind, um unter Menschen zu sein und Kaffee für ganz günstig zu trinken. Dass die jetzt nicht mehr da sind, ja. Das ist tatsächlich. Aber da sind wir mit unserem Gewoba-Kooperationspartner Gewoba echt im Gespräch, was man da machen kann. Also ich hatte gerade letzte Woche mit denen eine Sitzung gehabt. Wir überlegen uns gerade ganz viele schöne Formate, wo wir dann die Senioren wieder erreichen können, ja. Ja, und zu den Jugendlichen kann ich also bei uns im offenen Treff, das läuft ja nochmal ein bisschen anders als in den Projekten, da ist schon auffällig, dass der Jugendtreff erstmal nicht so richtig angelaufen ist, weil es einfach uncool war, dass man bei uns Abstand halten musste. Man musste sich anmelden, wenn man noch nicht 18 war oder 16, brauchte man auch noch die Unterschrift der Eltern, dass sie hier kommen durften. Wir mussten uns ja absichern. Und das läuft jetzt so ganz, ganz langsam wieder an, aber da ist uns, obwohl wir den Kontakt eben hatten zwischendurch, schon ein bisschen was weggebrochen. Wir haben zwar mit denen telefoniert, aber dass sie dann auch wirklich bei uns ins Haus kommen, um mal wieder was bei uns zu machen, war eher selten. Es ist so gewesen, dass sie sich ganz oft vorm Haus eben getroffen haben. Durch den Sommer war ja auch gutes Wetter. Wir haben hier eine Parkanlage direkt neben dem Bürgerzentrum, einen riesengroßen Marktplatz und ein Einkaufszentrum. Das war dann halt viel, viel attraktiver, weil dort mussten sie untereinander keinen Abstand halten. Wir mussten aber darauf achten. Das ist schon aufgefallen. Bei den Kindern war das überhaupt nicht so. Die waren gleich wieder da. Da hatten wir viel zu viele Anmeldungen, mussten auslosen, versuchen, das gerecht zu verteilen. Da waren eben auch die Eltern dann noch mehr dahinter, dass die Kinder mal wieder rauskommen und was machen. Und das ist dann direkt wieder angelaufen. Genau, das ist ja der Unterschied gewesen. Ich glaube, einfach für die Zukunft müsste man das dann sich nochmal so im Blick haben. Die offene Kinder- und Jugendarbeit war schwieriger wieder zu erreichen als mit bestimmten Angeboten. Zum Beispiel bei Next Generation, da sind ja halt die Theater und Medien, Film und Tanz- und Musikangebote da. Also die sind fest da und da sind sie auch gekommen und waren auch in diesem Chatgroup drin. In der Quarantänezeit. Und ich glaube, so für einfach Orientierung nach vorne, falls Corona uns ein paar Jahre nicht verlassen sollte, ist einfach, dass man sagen kann, das wird uns verlassen, hoffentlich, dass man sagen kann, lass uns doch mal einfach mal wirklich dabei bleiben, dass man auch konkrete Angebote macht für die Kinder- und Jugendarbeit. Genau. Wir haben gerade im Chat noch eine Frage, was die Rechtsform des Cafés ist. Was ist der Rechtsform von unserem Café-Chef? Warte. Wir sind ein eingetragener Verein und wir haben keine Ahnung, wir haben keine Gastrozulassung und keine Ausschankgenehmigung. Aber es hat auch noch nie einer danach gefragt. Erzählt das doch nicht durch ganz Deutschland. Das bin ich, die nachfragt. Ich glaube, Daniela möchte was sagen. Genau, das war ich, die nachgefragt hat, weil wir haben auch einen Kaffee, haben schon lange, 20 Jahre alt. Mussten irgendwann einen Wirtschaftsbetrieb einrichten und haben da jetzt Schwierigkeiten, auch damit durch die Corona-Zeit zu kommen und werden zu den Herbstferien sozusagen das Café runterfahren. Da sind Ehrenamtliche beschäftigt, da sind 8 geringfügig beschäftigte Frauen und wir können es einfach nicht halten von der Finanzierung her. Von daher hätte ich Interesse nochmal nicht nur die Rechtsform, sondern wie finanziert ihr die Sachen oder die Arbeit? Das ist so, dass unser Café sich wir haben viel zu lange Öffnungszeiten, sodass sich das Café gar nicht trägt. Also es ist immer nur ein bisschen Geld, was sozusagen das Café zu den Personalkosten beigetragen hat. Aber es ist auch bei uns so, dass wir viele Minijobber tatsächlich wir haben das tatsächlich versucht, telefonisch mit denen zu klären. Hier sind die Fenster offen, alles wird durch die Gegend. Wir haben das versucht, telefonisch zu klären, wer wirklich die auch angewiesen ist auf seinen Minijob. Wir hatten auch viele Senioren, aber die meisten waren nicht darauf angewiesen. Aber die haben wir tatsächlich auch alle, die sind alle nicht mehr bei uns tätig. Das heißt, wir haben den Kaffeebetrieb sehr, sehr eingeschränkt nur noch aufrecht oder halten ihn nur noch sehr, sehr eingeschränkt aufrecht, weil wir einfach keine Umsätze generieren momentan. Okay. Wir versuchen das sozial sozusagen im Gespräch rauszubekommen, wer dann angewiesen ist auf das Geld. Ja.
Ja, gut. Okay, danke. Ja, wenn da keine Fragen sind, dann bedanken wir uns, dass ihr hier in unserem Haus wart. Hätten wir gerne euch einen Kaffee angeboten. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und freuen uns total, wenn ihr mal irgendwann mal live uns besuchen kommt.